Guten Morgen. Ja. Na, gehen wir schon zum Auto. Hol das. Steht ja ein paar Straßen weiter. Ach, und ich brauche einen Zettel. Ganz dringend. Zettel ranmachen an Laden. Das Freitag ist geschlossen. Marlies. Zettel muss an Laden. So, bis gleich. Ich freue mich schon am meisten auf Freitag. Musst du mich ablenken, Manu? Sport, Sport, bildende Kunst und... Essen? Essen und... Weg? Und sozial... Essen. Nee. Ach, nee. Auf so. Freitag! Und das am Mittwoch, Mensch, na so was. Na Wahnsinn, na gut, okay. Und wieder zu Hause. Jetzt hier wird Frühstück und dann... Ab in den Laden. Heute Quarkbällchen. Naja, ich hoffe, es gibt noch was anderes außer Quarkbällchen. Ja. Quarkbällchen. So viele du willst und alles von? Oh. Netto. Das gute Netto. Ja, die meisten. Ja, das ist ein Maiskollis. Baby Maiskolben schmecken sauer. Ich hab nasse Hände, geh ich nicht auf. Ja. Man kann alles mitessen. Weil die sind ja Babymaiskolben. Babys essen sonst den Knochen mit. Deswegen sind sie für Babys. Deswegen kann man alles mitessen. Aber man kann essen, weil sie so klein sind. Quarkbällchen. Quarkbällchen oder Maiskolben? Was willst du jetzt haben? Beides. Wer hat Zuckerflecken? Das ist gut, wir essen ja sogar noch richtig Zeit. Das ist 10 nach 8 Uhr. Moin und Strom. Ach, wieso ist denn da aus? Was gibt's heute? Der Hertha gibt's das teuerste Bier, bei Union die billigste Wurst. Kein Platz für Kinder. Berlins Spielplätze sind für die Anzahl der Kinder zu klein. Neu gebaut wird aber kaum. Wird kaum, aber viele Plätze sind gesperrt. Gewiss, weil die Beine sind. Das ist schade drum, ja. Ja, ja logisch. Ja. Ja. Entweder, das ist alles der Sache, entweder man das nicht jetzt oben machen. Hier. Ach ja. Ja, da, na logisch. Probieren wir mal, dann probieren wir mal. Keine Drogen, Wolfgang, keine Drogen. Ich tue also, weder Drogen noch tätowiert. Wir haben Kitzen wehen, also. Nee, nee, nee. Ich bleibe, guck mal, ich sag mal so, sei mal nicht böse, ich bin so wie ich bin. Ja. Ja. Ich bin zwar sensibel, alles wirklich schön oder sowas. Ja, lieber Ditte, als dann die Drogen zu nehmen. Ja.
Oder so. Ja. Ich habe nur Angst, wenn das mal rauskommt. Ja, wieso? Da hast du damit schon nichts zu tun. Nee, weiß ich gar nicht. Nee, dann musst du da ja keine Angst haben. Ich hab mich da raus, wenn da irgendwie was ist. Da du hast damit nichts zu tun, wenn ich aus. Wolfgang, bis später. Jo, ich bringe jetzt erstmal ein paar Sachen raus und dann kommt man nicht dazu. Vielleicht zieht man nicht irgendwie alle ein bisschen anders auf hier. Mal gucken. Also, das ist wieder von einer Dame, die alles mit dem Fahrrad macht und nie Zeit hat, das reparieren zu lassen. Das ist dann eben das Problem, wenn das Arbeitsgefährt auch das Fahrrad ist, was man wirklich braucht jeden Tag, dann sollte man es einfach auch fliegen. Und hier fehlt ein Bremsbelag schon seit Ewigkeiten, deswegen funktioniert die hintere Bremse halt nicht. Der Zug ist mehrfach geknickt hier und da vorne. Jetzt habe ich ein bisschen geölt und versuche den Knick jetzt hier rauszuarbeiten, damit das wieder vernünftig läuft. Das gleiche mache ich dann vorne nochmal ölen, dann baue ich hier hinten einen einzelnen Bremsbelag an. Ist nicht die Aufgabe, aber das kann ich auch nicht. Das ist ja furchtbar. Das ist eine Gefährdung. Das ist eine Gefährdung für sich und andere im Straßenverkehr. Und das soll nicht sein. Ein bisschen habe ich auch Verantwortung. So ein Stück weit, auch wenn die Leute meist für sich selbst verantwortlich sind und man gerne die Verantwortung immer abgibt an andere. Ja, heutzutage, gerade heutzutage, übernimmt doch keiner mehr Verantwortung für sich, für seine Sachen. Ja. Will auch keiner mehr machen. Ist jetzt gleich, ich hau das jetzt hier. Ich hoffe, das funktioniert. Wenn nicht, muss er neu zu. Eieiei. Arbeiten tut's. Dann habe ich jetzt hier so einzelne Bremsbeläge. Von denen hau ich einfach in den Rahmen. Moin. Guten Tag. Wer will denn? Ich hätte so ein Fahrrad zur Reparatur zu bringen. Was hast du denn kaputt? So ziemlich alles. Na dann tut es ja nicht mehr. Ich hab aber jetzt Steuern nach 20 Prozent werden. Da kommt gleich noch ein neuer. Ja. Das ist dann 3 Monate. Boah, da kannst du dann losgehen. Also das ist definitiv heute Abend fertig. Aber mit dem, da musst du, also, ist das nicht so weit? Moin. Ja. Und wie viel verliest du sowas für? 20 Euro. Also kannst du noch riechen, aber 20 Euro. Ja, Euro. Das ist bezahlt, ne? Ja. Also die Halterung halten natürlich nicht, ne, weil die Gewicht haben, aber dann dafür den Alulenker zu nehmen. Deswegen hat sich der mit Gaffer umwickelt gehabt, aber okay. Der taugt ja natürlich auch nur bedingt. Okay, alles klar. Ja. Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich. Ja, gleichfalls. Ebenfalls auch. Und nochmal zurück. Ja, danke. Das Geschäft boomt. Der Laden ist voll. Ja, so muss das ja auch sein. Ja, es war schön mehr, wenn er leer wäre. Dann würde die Chef boomen. Ich wollte dich eigentlich kurz mal besuchen, wieder mal, weil ich ja sowieso hier vorbeifahre. Ja. Ah ja, genau. Und gute Ratschläge sind immer, ich bin ja nur gewöhnt, mit die 80 zu fahren, mit meiner Yamaha. Ja, die andere fährt nur 50. Und die fährt nur 48.
58. 58? Ist sie genau auch angegeben und der Tacho zeigt auch 58 an. Ja. Also scheint ja alles genau alle eingestellt zu sein. Nur wollte ich fragen, wie kann man die Sache dann ein bisschen erhöhen, damit ein bisschen spannender wird. Ja. Entweder ist die Drosselung im Auspuff? Nein, ist das nicht. Also die, hast du schon einen Auspuff gefahren? Nein, das ist eine komplizierte Sache da mit den. Die brauchen hier ein bisschen Rückstoß, sonst läuft das ohne richtig. Habe ich genau herausgefunden, am Auspuff nicht. Der Vergaser zum Zylinder, da eine kleine Öffnung, die Öffnung erhöhen und die Ausgänge vom Zylinder aufheilen. Das lohnt sich doch gar das nicht. Lohnt, das lohnt, darum bin ich Mann. Hier. Umso mehr Kompression. Ich würde das Ding verkaufen, wie es ist an deiner Stelle. Hau es weg. Ich habe mir so viel Mühe gegeben. Na, klopp es weg. Die ganze Bude ausgeräuchert mit den Scheinverkauf. Ja, die Feuerwehr Großeinsatz bei dir. Nee. Das, da tue ich mir schwer mit, auch mit meinen Fahrrädern. Ja, weg damit und gut. Na, sag mal. Ja, ich bin hör doch zu klammern. Ich bin ein bisschen altmodisch eingestellt. Ja, du hast es doch selber gemacht. Das Ding läuft. Das ist gut. Nein, da möchte ich auch Gefallen dran finden, wenn ich mir da so hingekniet habe. Ich hätte ja bald einen Nervenzusammenbruch gekriegt, weil ich so blöd war. Dann kloppt die andere weg. Also eine kannst du ja behalten, aber dann kümmerst du dich um eine und die muss die andere wegkloppen. Die ist im Grundzustand. Die Yamaha, der Motor ist unverwüstlich, so wie ich festgestellt habe, aber die fällt rechts und links auseinander. Alles ausgeschlagen, die ganzen Plastikteile und selbstschreiende Schrauben dran hast, alles ausgeschlackert. Ich kann mich nicht dran. Dann war ich und wollte das Ding versichern lassen. Die Versicherung hier bei mir, Grenzallee, wegen Krankheit geschlossen, nächster Niederlassung, Köpenick. Jo, es steht keine Straße dran, ist ja nicht, nur Köpenick. Der muss nur wirklich krank gewesen sein, der da ausgehangen hat. Dann denke ich, fahr zur Friesenstraße, wo alle Versicherungen sind. Ja, dann bist du 10 Roller, heben wir uns nicht ab. Da sind sie ja Reihen, die ganze Reihe ist ja für Versicherungen ja, auf der Seite. Und der sagt ja ihnen, eine nette Dame war das, gehen sie mal in eine Ecke weiter, auf der linken Seite ist ein Fahrradplätze. Und der wird mal noch ein paar Nummernschilder haben. Gut. Ich dahin, ja, na, okay. Und dann sage ich, was kostet das? Da sagt der zu mir 46 Euro. Mhm. Ich sage, ich war bei der Hook gewesen, da habe ich für das ganze Jahr habe ich 37 bezahlt bloß. Das ist ein bisschen teurer geworden, aber so viel nicht. Ich zahle, ja, habe ich natürlich nicht gemacht. Ja. Ich habe kein Geld, was ich rausschmeißen kann. Als Grundsicherung. Für das ganze Jahr oder für den Rest? Das ganze Jahr ist ja schon. Nein, meine, hat er aber hat er das ganze Jahr dir berechnet? Hat er dir die Hälfte berechnet? Du musst zum Versicherer gehen, zu Allianz, hier vorne in der Straße, hier hinten mit der Roller. Die nehmen sich nicht mit so eine kleine. Ist doch Quatsch, ich war doch da mit meinem Roller. Jedes Jahr hole ich bei der Allianz hier vorne. Zum Anfang ja, aber nicht, wenn das Jahr schon eine Hälfte vorbei ist. Ist doch Quatsch, ich war auch im halben Jahr da. So, und die, geh da hin? Ja, mache ich auch. Nachher, gleich, jetzt sofort. Ja, sofort gleich. Wenn wir mit unserer Konferenz jetzt. Enostraße oder Flügerstraße. Weißt du, wo das Heft ist? Hast du diese alten woanders hingezogen als die? Ist damit einsortiert, ganz normal? Ja. Wie kommst du denn da drauf? Na, weil ich da bloß 35 bezahlt habe für das ganze Jahr. Nein. Und jetzt brauchte ich prozentual für die 5 Monate, die noch sind, brauchte ich auch prozentual bezahlt. Das stimmt allerdings. Hätte ich jetzt so vielleicht einen Pfund bezahlt. Mhm. So, und der wollte gleich 47 Euro dafür haben. Ich sage, das ist auch ein bisschen happig, sage ich. Das ist doch kein Versicherer. Das ist dann nur einer, der Schilder gekauft hat. Und nein, der hat das ist eine richtige Versicherung. Richtig mit draußen Schild. Versicherungsagent. Ja. Und der sagt zu mir, weil ich ja nur wissen wollte, wie der darauf kommt, dass da so bei der Versicherung so eine große Unterschiede sind. Mhm. Der sagt, die hätten sich darauf spezialisiert und
20% spezialisiert. Bin zwar kein Kaufmann, aber naja, der wollte nebenbei noch und dann. Leute, ich muss mich ganz kurz konzentrieren. Ja, weiß ich nicht. Ja, Fakt ist, lass uns das zu Ende bringen. Gut, ich will dir auch deine Arbeit nicht abhalten. Wir kommen nochmal drauf zurück. Auf Wiedersehen. Das war der Seebär wieder live aus dem Kellerloch. In der Hoffnung, dass ich dich nicht störe, wenn ich... Alles gut. Versicherung und Co. Furchtbar. Tja, ich weiß auch nicht, wie das so funktioniert. Ob das tatsächlich prozentual dann berechnet wird, aber meines Erachtens habe ich unaufgeführt, wenn der Versicherungsschutz erst jetzt anfängt, bezahlt es halt nun mal nicht das ganze Jahr. So kenne ich das. Und warum sollst du denn das versichern? Zu einem Zeitpunkt, wo du ja nicht das Motorrad hattest, eventuell oder so. Macht doch keiner. Jo, ich habe einen schönen Auftrag für Felix. Felix ist da und der Auftrag ist vorne das Rad. Das wunderschöne, alte, ich hätte es ja auch gerne, Steppenwolf. Steppenwolf-Fully. Schön komplett zerlegen. Einmal sauber machen, wieder zusammenbauen. Heute seine Aufgabe. Einzig Ditte, mehr nicht. So was ist, oh Gottes Willen, ey, der Umwerfer, nein, ey. Ja, aber waren immer so schöne Sachen, war mein Spiel. Oh, ist das eine Krücke, ey, fass das nicht. Schaut euch mal den Umwerfer an. Schaut euch mal den Umwerfer an, da ist nichts mehr, Alter, ey. Tretlager, alles. In Baden-Württemberg macht bestimmt mehr Spaß zum Fahrrad. Da ist nicht so viel kaputt, ne? Timani, was ist denn das, Alter? Den kannst du nicht mehr rückwärts schieben, was ist denn das? Muss ich erstmal wieder biegen oder richten oder was auch immer? Aber irgendwie bin ich drin, ist das ein Ding? Ach nee, sieht aus wie der mit dem. Mit der Rotzange. Ja, so. Ist okay. Na, dass mir jetzt nicht fällt. Ja. Guck mal hier, voll durchgezogen. Naja, der kann ja auch nicht mehr funktionieren. Der läuft ja nicht mehr. Das ist eine Katastrophe. Naja, doch, kannst du machen? Kann das doch. Ne, warte. Achso, ja. Los. Packt das los, fertig, aus, Feierabend. Da müssen wir nicht mehr drüber nachdenken. Wow, schläft ja gar nicht. Also, abflexen. Geil, Alter. Ja, jetzt bleibt nicht mehr. Abgebaut. Hätte man professionell abbauen können, ja. Nicht drüber nachdenken über die Hälfte der Räder hier. Achso, ja, wie bei den gerissenen Speichen. Auf der anderen Seite ist noch der Ständer so locker, dass der auch dauernd beim Fahren in die Speichen kommen wird. So, ach, regnet es wieder, herrlich. So, Marlies, ihre Bestellung ist gekommen. Ist eine aufgemacht. Was haben wir denn da? Total leckere Schokolade. Und? Woher weißt du das denn? Wir hatten ja dieses große Paket bekommen und da war auch diese Schokolade mit dabei und die ist ganz lecker und die habe ich mir jetzt nachgekauft. Selten so leckere Schokolade gegessen. Selten so teure Schokolade gegessen offensichtlich auch, weil ja eine Packung kostet 5 Euro. Habe ich jetzt natürlich nicht geteilt. Oder? Habe ich gesehen im Internet, ja. Ich habe die jetzt aber für billiger bekommen. Und zur Hälfte? Man muss ein bisschen suchen. Mhm. Naja, Mann, ich bin begeistert. Hast du erstmal 5 Tafeln geholt, gleich? 6. Ich habe nämlich bisher noch nicht gegessen davon. Das war jetzt gerade das erste Stück. Das ist wirklich gut, wirklich lecker. Genau. Also danke nochmal für dieses Fresspaket, wovon wir immer noch zehren. Ja. Das ist außer die Schokolade, die ist schon alle. Ja. Jetzt hier von Thalia Naturkosmetik. Ja, Amazon. Ja. Dafür ist Internet gut wieder. Hallo! Na? Rennst du schon wieder vor?
Du bist aber eine Kreisseele. Ein wunderbares Hund. Alles gut? Wow! Wo ist denn dein Felix? Der Felix ist bei seiner Strafarbeit. Tatsächlich. Kannst du mir helfen? Wobei denn? Ich habe so gestern ein Fahrrad gekauft und bin auf die Schnauze gefallen und jetzt hat es mir so das Drehzeug da irgendwie. Das ist ganz schlimm. Hm. Also möchte ich nicht machen. Ich würde meine Tochter jetzt nicht auf so ein Ding hochsetzen. Also, ja, das vielleicht nicht. Da kannst du noch schönste Teile dran bauen, das wird halt kein Diamant oder sowas. Ja, das ist, also wenn da ernste oder Sicherheitsbedingungen bestehen, dann ist natürlich das auch ernst. Also die waren davor. Aber also die waren ja nicht umsonst davor. Die waren nicht davor, um die deutsche Industrie zu schützen, so wie das in den 90ern vielleicht war oder so. Sondern die waren davor, China, Billigräder, Schrotträder, worauf ist zu achten oder was können sie wirklich oder so. Da gibt es ja auch eine schöne Geschichte. Und in der Bike war auch ein Artikel drin, dass richtig gewarnt wird vor Rahmenbrüchen, Gabelbrüchen etc. Also das ist wirklich ein Thema halt. Das ist jetzt nicht einfach nur so an den Haaren herbeigezogen. Dann denke ich wieder an die Hirngymnasten, die kaufen sich ein Mountainbike oder etwas, was aussieht. Das steht doch drauf, das steht doch auf jedem Ding. Hast du da selber gesehen? Hast du es nie gesehen, so vorgelesen auf dem Hin? Mit dieser Sandtour-Gabel oder so, wo drauf steht, nicht geeignet für Freeride, Downhill etc. Und da stand ja alle drauf. Ja, dann glaubst du, da haben sich alle dran. Also es steht doch überall drauf, so als Warnhinweis fett auf dem, das weiß man doch. Aber nicht als 17-jähriger Halbstarker. Ich habe keine Ahnung, aber ich dachte nur, da pusht das auch noch die Statistik von Ignoranz her. Aber gut. Ich weiß nicht. Hast du einfach? Inge? Ja, hast du mal erzählt, aber ich weiß auch nicht mehr was. Ja, ich hab dir ja gesagt, dass ich hier nicht mehr regelmäßig die Zeit habe, dass ich mit den Gurken hier durch die Gegend fahre, die ich momentan dann immer aufbaue. Und das ja auch reicht teilweise. Oder eben mit denen, wenn ich da mal so einen schönen Aufbau gemacht habe. Also, da fahre ich ja dann gerne. Aber das ist ja meist halt auch so positiv aufgeladen, dass es am nächsten Tag wieder weg ist, verkauft ist. Was ja auch schön ist. Mhm. Ich auch gut. Macht ja Spaß. Aber wer will es den Leuten sagen? Ich meine, was soll ich ihm jetzt sagen? Oder hast du mal ein schönes Rad gekauft? Oder so? Ich meine, an so einem Rad möchte ich nicht verdienen, verstehst du? Da möchte ich möchte nicht als Letzter dran gewesen sein, ihnen eine teure Kurbel ran gebaut zu haben. Jetzt hast du das richtige Argument gefunden. Weißt du? Ja, und dann passiert was. Und dann passiert was und so, genau. Deswegen sage ich mal, nee, also minimal jetzt hier, kann er eine Spende nehmen dafür, dass ich ihm die Kurbel abziehe. Das ist alles in Ordnung, aber ich möchte das nicht als Auftrag schrauben. Ganz einfach. Weil hinterher fragen die Versicherer nicht hier. Dann haben sie den dann aufgeklärt oder so. Dann fragen sie, nur, Mensch, ja, eine Rechnung gefunden von der Werkstatt oder eine Quittung oder irgendwas. Und dann passiert, so dumm kann man ja nicht denken, was alles kommen kann. Oder Endmontage von so einem Realrädern. Ja, wieso? Die haben doch bei realen Endmontage-Service. Wird nicht, weiß ich, ja, aber. Kann nicht werden. Ach, ich hab so viel zu tun, das krieg auch alle gar nicht. Da kann ja ein Lehrer bei dir anfangen. Ja, mach mal. Was soll ich dir denn dran beibringen? Ne? Ach, jede Menge. Ja. Ja, stimmt. Das ist eine gute Einstellung, weil ich groß gelernt habe. Liegt noch lange nicht. Bei mir ist ja so viel, was ich lernen muss. Machen wir mal. Kannst du gerne machen. Du zeigst meiner Tochter, wie mein Gitarre zupft. Richtig. Dass der Finger auf der Seite landet, auf der nächsten. Und ich zeig dir, wie man Schlauchwechsel macht. Irgendwie so. Man muss klein anfangen, bevor man laufen kann. Weißt du, man muss erstmal krabbeln, bevor man laufen kann. Also erstmal nur Rad ausbauen. Ja, mein Sohn, eines Tages kannst du das alleine. Heute ist der große Tag, du darfst deinen ersten Schlauch essen. Du hast eine Hose gepisst. Hör auf, ich kann nur tun. Echt? Geil, das ist so crazy. Oh Mann.
so vor dem weißen Bart. Das ist mir wow. Ein kleiner Comic-Strip. Ja. So. 60 Jahre immer, später. Ich sehe das immer so vor mir. Gleich so in, gezeichnet. Ich habe früher auch gemacht so. Ja, ja, ist ja richtig. Vielleicht machen wir selber. Vielleicht machen wir selber. Das ist nee, ich freue mich immer über Bestätigung in Form von. Jo. Ja, sie läuft, genau. Sie ist fragen, sie ist auch an. Weiß ich nicht, ich sehe es nicht, das Gegenlicht. Das hätte ich beinahe, also. So voll. Das ist so eine Gegenlichtaufnahme, weiß ich gar nicht, ob das so kommt. So im Spiegel angezogen. Weil du das gerade sagst, ne? Weißt du, in den Schweren so. Auch ein schöner. Ja. Ja, wollen wir mal beim Thema hin. Ja. Was kosten die Stunde bei dir auf dem Stuhl? Der hat sofort gehört, dass hier ein Hund aus dem Haus kommt. Sofort. Und zack, ist er weg. Und ja. Ja, das, ja, das unglaublich. Das. Tür auf. Also und ich vermute sogar, dass er gerochen hat. Der braucht die Ohren nicht. Den kannst du nicht, ja gar nicht so gut. Naja, meine ich ja. Der braucht also die Ohren nicht. Ja, hast du ja gesagt von. Deswegen meine ich ja, der braucht er nicht. Nee, nicht wirklich. Der so. Kann das auch so. Ich meine, er hört immer noch. Ich glaube besser als wir. Ja, so wie wir. Weil ich habe es heute. So wie wir. Ich habe heute wieder getestet. Ich war in der Küche. Ich und dann er lag so im vorderen Zimmer. Also dazwischen jetzt der Flur und dann das Zimmer und der Lager und der Tisch in seinem Ding. Und da habe ich so. Und da ungefähr fing er an. Na mal hin. Also ich musste nicht lauter werden, aber ich weiß, dass ich auch solche Tests in den früher mal gemacht habe und da war echt Hammer. Da habe ich es nur gehaucht und er war zwei Zimmer um die Ecke. Da. Nö, nur mal Hörtest. Scheiße, du Idiot. Der Folie, komm nie wieder. Genau, nochmal ruf ich Shift und dann die Schott weg. So, den hast du davon. Ja, kannst du mal gucken, wie der klingt taub ab jetzt. Oh, ja, mach den Test. Seitdem schüttelt der die Ohren. Ja, eigentlich den Kopf. Ergo, den Kopf. Schupp! Ah, gemein, ne? Wofür hat er das hier? Komm. Wenn wir doch versteckte Aggression schon fein mechanisch ausgearbeitet oder ist es nur meine Fantasie? So, wie man gespannt, ob du den nachher siehst. Jetzt kannst du mich dann, wenn ich jetzt ach ja, hatte ich nicht gesagt, ich muss nach Hause gehen? Eigentlich schon, ne? Kommst du wieder und dann. Das ist doch so ein locker fluffiger Tag heute. Mal viel gelacht. Ist ja sonst nicht hier so. Und immer so todernst. Ach ja, die Kinder. I love you. Ich liebe dich, Papa. Das habe ich vor 15 Jahren ungefähr. Nee, vor 14 Jahren das letzte Mal gehört. Oder? 13 Jahre. Auf einen Zettel geschrieben, den hebe ich mir auch auf, an meiner Pinnwand. Ja, so können sich die Zeiten ändern, ne? Bushido. Okay, ich sehe schon. Ich wollte auch nur ein bisschen mit dem Hund rausspazieren und jetzt werde ich dich mal deiner Abendruhe überlassen. Ich habe letztens noch, also heute noch dran gedacht, wenn ich so eine Schlafstudie machen will, ja? Habe ich überlegt, das ist natürlich interessant, das dann zu filmen. Wie ist mein Schlaf? Da gibt es dann auch bestimmte Gründe noch für, auf die dann zu achten wäre. Und bei der Kameralaufzeit bin ich dann so unschlüssig. Und du scheinst ja doch, wenn du sagst, du hast das Ding den ganzen Tag an. Also 16, nee 16 nicht, also sag mal 10 Stunden. Ich bin wieder da, schon drin sein, ne? Ich aufhören. Ich möchte ja die Überraschung. Womit denn? Ich habe ja nichts gemacht. Ich möchte die Überraschung nicht. Ich habe da nur hier so gestanden und gewartet. Läuft doch sowieso nicht. Twitter oder sowas, ist ja nur so ein Aufkleberli. Ach so, ja gut, schön, dass du mich beschäftigt hältst.
Eigentlich müsstest du ja so mit Aufnahme lächeln oder so. Also ich Aufnahme über, läuft. Ich habe überlegt, fahren, ansonsten müsste alles gemacht werden. Die, das meine ich, dass du ja eigentlich fertig bist jetzt. Schalter ist falsch und die Narbe hinten ist kaputt. Wie man sieht, hier steht sie ab. Hier nicht. Da ist kein Lager mehr drin. Das Lager ist komplett hin. Hier vorne hat man Abstand. Wir sehen ja, ob man das sieht auf der Kamera. Von hier aus auf jeden Fall. Und hier hinten hat man keinen Abstand mehr. Das heißt, die Narbe steht doch schräg drin. Es könnte sein, dass die Achse sogar gebrochen ist, innen drin, so ein bisschen, oder zumindest verbogen. Das ist schon für einen Kinderanhänger, oder? Und das ist für einen Kinderanhänger, ja. Ja, vielleicht. Die Last, meinst du? Ja, mhm. Klar, also. Ja, und ab jetzt auch die Sicherheit. Ja, naja, dass ja. Das Fahrrad nicht sicher ist, hat ja keine Bremse gehabt, was funktioniert hat. Also nur mit dem Rücktritt. Der ja Gott sei Dank offensichtlich in der Narbe noch funktioniert hat, aber jetzt halt auch wieder vorne. Vernünftig. Also das funktioniert ja schon mal. Plus, das muss komplett gemacht werden. Da muss ein neues Hinterrad rein. Fakt ist, ich habe es da und ihr braucht es. Könnt ihr einbauen, zeige ich an und das war's. Dann schauen wir mal, was der Kollege sagt. Nächste Rad, die sind noch. Ja, hol, Chef. Jawohl. Aber sonst wird es ja auch nicht hier, weil das muss man jetzt erstmal alles besprechen. Wenn du hier 50 Räder hast und du verlierst die alle durch, von vorne bis hinten, ohne Auftrag, das zahlt am Ende kein Kunde. Gestern hatten wir es, jetzt haben wir es heute wieder, aber hier noch nicht gebrochen, bloß stark abgebremst, stark abgebremst. Hier war eine Speiche zu ersetzen, deswegen habe ich das gemacht, aber hier, die knickt schon derart was von ab. Wenn ich die jetzt aufpumpe, dann reißt die doch weg. Die reißt ihm weg. Das ist gar nicht wert, jetzt die Arbeit darin zu stecken. Ich zentriere mal so grob und dann das Hinterrad durch. Es muss neu eingespecht werden. Die Felge ist durch, die hat es hinter sich. Guck dir jetzt nochmal auf, aber nicht wart. Also, da ist auch Zentrieren nicht mehr möglich, richtig. Okay, next. Ja, ob die beiden Hülsen rein oder raus wollen, ne? Das ist dann. Achso, ja, wegen der Rahmen, ne? Ja, geht gar nicht. Neu. Ist das eine Farbe oder so? Kommt da raus. Kein Wunder, dass wir. Ich habe fünfmal versucht, ne, den anzubauen. Und dann hat er sich immer im letzten Moment so verzogen. Ne? So, weggedreht. Von einer Seite auf einer Seite. Elli! Elli, hey, ich zeig euch jetzt hier. Neuer Bremsbelag. Neu. Guck mal hier. Was ist denn das für eine Verarbeitung hier? Das ist doch eine gute Schaltung, das ist doch Shimano. Ja, Shimano ist eine gute Schaltung, ne? Guck mal, wie weit das Metall hier rinniert. Dabei ist in dem Bremsbelag, wo man noch denkt, ah, da ist doch noch gut. Ja, das ist doch Bromax, ne? Das ist doch. Ich glaube, hier hast du 1 mm, wenn du das jetzt hier hochrechnest, dann hast du hier 1 mm vielleicht Bremsbelag drauf auf dem Ding. Krass. Ja, Alter, wird die Uni mehr. Der Gummi ist teurer als das. Wird die Uni mehr anbieten. Das hat da überhaupt keinen Sinn. Ich hab die auch im Programm, weil es einfach, weil sie billig sind, ja, aber ja. Und die Leute nicht bezahlen wollen, aber wenn du dit siehst hier, guckt euch das an. Ich meine, sieht man ja. Ich glaube, ihr seht das oben. Guck mal. Das ist richtig zu sehen, ne? Wo. Ach, jetzt hast du frei. Ja. Guck mal, da hast du, wenn du rechnest hier, hast du hier diesen 1 mm da, Bremsbelag? Genau. Das, ja. Genau, wenn der runter 2 mm, dann kratzt schon die. Ja, das ist ja Wahnsinn. Also, gut, wir sagen mal schön Feierabend. Wir sehen uns morgen wieder. Der Felix ist dann wieder mit am Stizzard. Am Stizzen. Am Stizzen. Ey, das ist ja ein Klapprad jetzt. Ja, ein Klapprad. Und wie soll das hier bitte klappen? Das interessiert mich überhaupt nicht. Würde ich gar nicht wissen. Wenn du anfasst, fällt das Ding auseinander. Also, wir sehen uns. Bis dann. Macht den Hut. Ciao, sagt Tommy. Und der? Draußen. Felix. Freunde.